Willkommen zurück zu Paper Mario. Wir waren beim letzten Mal hier in Toad Town und haben die bösen Toads, falschen Toads verscheucht. Und das ist jetzt wirklich original, also das sieht wirklich so in Schattierungen aus. Kapitel 1, schnappt ihr die Koopa-Brüder? Ihr habt jetzt den Rahmen nicht ganz gesehen, weil normal ist ja hier so ein, ja wirklich ein Rahmen drumrum, um das Spiel. Deswegen habt ihr den nicht gesehen. Also ihr habt jetzt die Szene nicht 100% gesehen. Tut mir auch leid, aber ihr werdet es überleben. Ihr habt das Wichtige gesehen. Das ist ein Koopa, jeder kennt sie. Das sind Bowsers Gefolgsleute. Maximal KP 4, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sie haben einen harten Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legen kannst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Dann ist es sehr leicht, sie zu besiegen. Du kannst sie durch einen Sprung oder mit Hilfe eines Powerblocks auf den Rücken legen. Jo. Ist er jetzt. Und dadurch, dass er auf dem Rücken liegt, kann er nicht sofort wieder aufstehen. Ich habe gerade tatsächlich einen Sprung verkackt. Aber ich habe geblockt. Also das sei mir mal zugute gehalten. Und übrigens kann auch unser lieber Gumbario das. Nützt aber nichts, wenn das Vieh eh tot ist. So, der kann jetzt wieder... Ne, der kann immer noch nicht aufstehen. Das tut mir leid für dich. Das war's nämlich. Gewonnen. So, gleich wieder Kohle einkassieren. Bam. Beim Erstschlag kann man leider das Action-Kommando nicht anwenden. Ich glaube aber, sonst wäre es auch ein bisschen einfach. So, den da zerlegen wir gleich in der Luft. Braucht hier gar nicht erst anfangen. So. Rot. Jetzt weiß ich, was ich als nächstes erhöhen soll. Aber da ich ein bisschen was im Voraus aufnehme, kann ich euch auch nicht fragen. Das ist irgendwie doof. So, hier ist das Problem. Ich kann natürlich nicht mit Gumbario auf den Peaks Goomba drauf. Dementsprechend sehe ich erstmal zu, dass der hinten weg ist. Ich könnte auch den Hammer werfen, aber ganz ehrlich, wer braucht einen Hammerwurf? Ja, meine Hammerschläge sind auch so der Hammer. Ich weiß, das ist doof. So, zack. Und da haben wir einen Orb, den Schwindelhieb-Orb. Verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Ich finde, den könnten wir auch gleich anlegen, oder? Also ich könnte mal wieder kurz ein Save-State machen, bevor hier doch noch irgendwas schief geht. Und bis jetzt können wir ja alle Orden aktiv halten. Also es ist noch kein Orden, den wir nicht anlegen konnten da. Aber es wird bald mindestens mal einer kommen. Furchttiegel ruft einen schrecklichen Geist, der beide die Gegner verjagt. Da kriegen wir aber keine Erfahrungspunkte, wenn wir Gegner wegscheuchen. Ein Powerblock. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. So, hier muss man natürlich darauf achten, wirklich zu treffen. Sonst hat man hier keine Chance. Vorteil bei den Koopas ist, dass sie tatsächlich, wenn sie auf dem Rücken liegen, keine Chance haben, irgendwie anzugreifen. Das heißt, trotz ihrer Verteidigung und ihrem hohen Angriff haben sie eigentlich überhaupt gar keine Chance. Also sie brauchen bloß ein bisschen länger Sinn, aber vom Schaden her finde ich sogar noch schwächer als die Goombas. Weil sie halt so anfällig sind. Und wenn sie auf dem Rücken liegen, kommen sie einfach nicht mehr hoch. Und ihr wisst, ich brauche die Erfahrungspunkte. Ich weiß noch nicht, vielleicht BP oder HP. Ich denke aber eher HP erstmal. So. Es war abzusehen, oder? Wenn Brücken bauen nur so einfach wäre. So, da oben seht ihr schon, da hat sich jemand drauf versteckt. Ist mir aber wurscht. Oh, der hat sogar getroffen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Und mein Partner kann mir gerade nicht helfen.
Weil der tut sich dabei nur weh. Strategie, nichts tun. Aber ich konnte den Schaden auf 1 reduzieren. Das ist doch auch schon ein Anfang. Wo ist jetzt eigentlich... Ihr fragt mich vielleicht, wo der Unterschied ist zwischen Springen und Angreifen. Also bei Gegnern mit Verteidigung ist natürlich klar, dass wir mit den Springen, auch wenn wir mehrfach auf einen Gegner draufspringen, nicht so wirklich gute Chancen haben. Weil die Gegner dann einfach trotzdem recht wenig Schaden nehmen. Also ein Schaden. Wenn sie eine Verteidigung haben, wird jedes Mal, wenn wir draufspringen, ein Schaden geblockt. Im Fazit, sie nehmen gar keinen Schaden. Und jetzt zeige ich euch hier mal die Kraft einer Feuerblume, weil die mir ein bisschen auf den Keks gehen hier. Jetzt sind mir ein bisschen zu viele Gegner. So. Ja. Deshalb, Gegner mit einer Verteidigung, da bringt das Springen nichts, auch wenn ich Springen im Allgemeinen etwas besser finde, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und ich werde hier wahrscheinlich auch nicht jeden töten. Weil im Allgemeinen, es ist zwar schön, wenn man hier so ein bisschen was kriegt, aber an sich ist es wurscht. Man muss hier wirklich nicht jeden Gegner töten. Und warum sammle ich die Kohle, wenn ich eh so wenig Items kaufe und gemeint habe, dass Geld nicht so wichtig ist? Jetzt wollte ich ja mal gucken, ob es hier irgendwo runter ging. Ich meine nämlich ja. Ja. Ich hatte hier sowas in Erinnerung. Ah, da kommen wir aber noch nicht dran. Ja, geht noch nicht. Da fehlt uns etwas, um dort hinüberzukommen. Ist ja auch klar. Wenn da ein Abgrund ist. Und ihr seht, der Kerl hier verfolgt uns mit den Augen. Wer Super Mario 64 gespielt hat, der weiß, wie das aussieht. Man kann hier so lange um den rumrennen, wie man will und kriegt jedes Mal Herzen. Und hier hinter dem hat sich auch was versteckt, nämlich Honigsirup. Füllt 5 BP wieder auf. So. Hier müssen wir runter, aber rechts kommen wir erstmal nicht weiter. So. Weil hier ist etwas ganz Wichtiges und ich dachte, ich käme zu dem Baum hin, komme ich aber nicht. Also das hier ist nicht wichtig, das mache ich zum Spaß. Kann ich den Typen eigentlich auch hauen? Nee. Hier ist nämlich Cooperheim. Kann es denn sein? Bist du wirklich Mario? Willkommen in Cooperheim. Ich wünschte, wir könnten dich mit allem gebührenden Respekt willkommen heißen. Aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Das ganze Dorf ist wegen Fuzzies in Aufruhr. Du weißt doch, was Fuzzies sind, nicht wahr, Mario? Das ist einer. Oder wie ich sie damals genannt habe, Fuzzies. Das sind ganz üble Kerle, die sind wirklich bösartig. Ja, da ist schon einer. Oh nein, du blöder Fuzzy, gib mir sofort meinen Panzer zurück. Oh, ja, die sind echt gemein. So, verschwinde. Oh, danke, Mario. Ich stehe in deiner Schuld. Und was da mit Dings abgeht, ist auch egal. Mit Gumbario. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre zu peinlich. Mario, pass bloß auf, dass die Fuzzies nicht auch deinen Panzer stehlen. Ups, du hast ja keinen. Nun, dann pass auf deine Latzhose auf. Ja, stell euch mal vor, hier kommt irgendein Typ angerannt. So ein Fuzzi hier und klaut euch eure Hose. Ich wäre da richtig genervt. Trockenpilz. Halt nur ein HP, aber besser als nichts, ne? So, und wir helfen natürlich den Koopas hier. Ich bin ja ein Netter. Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir sind hier ja von ein paar von Netten. Danke, Mario. Dieser Panzer wurde maßgefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Ich sehe auch cool aus, oder? Ja, ich gehe erstmal Items shoppen. Ich glaube nämlich, hier haben die ein bisschen was anderes im Repertoire. Ja, nämlich diesen Wirrwarr, der ist aber nicht so wichtig. Der Donnerpilz auf, der Voltpilz, der ist ganz cool. Den habe ich jetzt mal mitgenommen. Weil wenn wir den nehmen und uns... Und es gibt Gegner, die auf Kollisionskurs gehen, die kriegen da richtig auf die Schnauze.
Ich könnte die jetzt hier jagen und alle zur Strecke bringen. Aber ich glaube, die kommen unendlich wieder, beziehungsweise, ja, ihr habt es ja gesehen, der ist nicht mehr weggegangen. Okay, der ist jetzt despawned, etwas später. Speichern. Jetzt reden wir mit diesem Würmchen hier. Quiz! Wim Quizmo ist mein Name und Quizshows sind mein Leben. Du willst Quizzes? Ich habe sie. Wenn du meinen knallharten Rätsel müssen knacken kannst, dann... Juhu! Gebe ich dir einen Sternensplitter. Willst du es versuchen? Natürlich. Dann kommen wir zur Frage. Mal gucken, ob ich die beantworten kann. Frage: Wie lautet der Name von Gumbarios kleiner Schwester? Gumbaria? Korrekt. Gratulation, hier ist dein Sternensplitter. Du hast jetzt eine Frage richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, der taucht hin und wieder mal an Orten auf. Ich glaube, die sind sogar gerandomized, wo er auftaucht. Dementsprechend, ja, bin ich immer ganz froh, wenn ich ihn mal treffe. Cooperblatt stellt 3 BP wieder her. So, ihr habt euch doch an die Prophezeiung mit dem blauen Panzer erinnert. Das hier ist es vielleicht. Diese Bonbons sind aus der Festung der Cooper-Brüder geflohen. Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht viel besser sind. Die Fuzzies flippen völlig aus. Die armen kleinen Bonbons. Wie ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzies nicht in die Hände fallen will. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleib lieber hier und höre Musik. Ja, das ist nämlich gar nicht... Das ist kein Koopa mit dem blauen Panzer. Und die Bomben, das sind die friedlichen Bomben aus Mario... Super Mario 64. So, hier können wir diese ganzen Items kriegen. Und jetzt ist schon unser Inventar voll. Trockenpelz braucht eh keiner. Ist, glaube ich, auch nur eine Münze wert. Ich sag's ja, ihr müsst... Also hier muss man super viel mit den Items aufpassen, dass man die auch mal nutzt im Kampf. Ich will den erwischen. Ich möchte hier den Koopas gern allen ihren Panzer wiedergeben. Nicht mal, weil ich dafür eine Belohnung kriege, sondern einfach, weil ich ein Netter bin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich was dafür kriege, wenn ich hier allen helfe. Könnte sein, dass die mir einen Sternsplitter oder so geben. Also nichts, was wirklich einmalig ist. So, springen. Und rüber. Verdammt, ich habe mich verfehlt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den hier überhaupt krieg, so. Oder ob ich da noch was anderes brauche. Ja, komm. Was geht denn hier drüben ab? So, hier ist ein Schieberätsel. Was heißt Rätsel? Da ist es doch wieder abgeschmiert. Wann habe ich zuletzt gesaved? Nach dem Quizspiel. Gut, wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Bis dann. So, ich habe den Block schon mal richtig hingeschoben und, ja. Wir helfen hier den Leuten. Und er hilft den Leuten und er fliegt. Ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Naja. Dazu sage ich mal nichts. Ja, Leute, ich habe jetzt auch, glaube ich, ein Cooper-Blatt weniger, aber ist ja wurscht. Gucken jetzt erstmal hier, was im Haus los ist. Wer ist da? Bin gerade beschäftigt. Wie? Warte, kann es sein? Du bist nicht Mario? Du bist es, mein Name ist Cooper. Oh Mann. Ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss vom Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte, kannst du mir bitte helfen? So ein blöder Fuzzy hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich... neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen, das wäre zu peinlich. Das Problem ist nur, dass die Fuzzies zu schnell für mich sind. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir dann wohl helfen, meinen Panzer wieder zu beschaffen? Oh, bitte. Hey, Mario. Er ist wirklich in Schwierigkeiten. Wir sollten ihm helfen. Der Fuzzy, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus.
Ich bewache die Tür, wenn du ihn dir krallst. Ja, mach ich. Vorsicht! Der ist durch die Tür, durch die geschlossene Tür raus. Also stabiler Geselle. So, ich habe nochmal gespeichert. Du entkommst mir nicht. Ich leg mich gar nicht mit euch an. Da komme ich auch noch nicht dran. Der rennt aber schnell, ne? Ja, der rennt zu einem ganz bestimmten Ort, nämlich hier rüber. Und jetzt beginnt hier so ein Spiel. Ihr kennt es alle. Fuzzy, Fuzzy! Fang mich, wenn du kannst! Such doch! So. In sowas bin ich am Anfang immer recht gut, aber wenn es dann ein bisschen schneller wird, bin ich furchtbar. Fuzzy, nicht übel, Kumpel. Aber das war erst das Aufwärmtraining. Fuzzy, such mich doch. Ja, jetzt geht's nämlich richtig los. Ja, das war auch noch einfach. Fuzzy, du hast mich schon zweimal gefunden. Pah, Anfängerglück, jetzt mal ernst. Ja, ich such dich doch. Ich glaube ganz links, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh nein! Ich geb's auf! Hier hast du den blöden Panzer! Du bist zu stark für mich. In Zukunft werde ich brav sein, ich verspreche es. Vielleicht. Mario, da bist du ja. Ich habe mich dazu entschlossen, gegen die Fuzzies vorzugehen. Wenn ich meinem... Na, jetzt krieg ich dann nach. Wenn ich meinen Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf. Es ist mir auch völlig egal, ob ich einen Panzer trage oder nicht. Ich werde es schon diesen Fuzzies zeigen. Wir haben den Panzer aber schon. Oh ja, ja, das ist mein Panzer. Oh ja, ja. Ich habe meinen Panzer wieder. Yippie! Du bist der Größte, Mario. Ich schulde dir etwas. Gut zu sehen, dass du dich freust. Hör mal, Mario. Ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Ja, der sitzt immer in der Tüte mit den Goldbeeren, ne? Er ist ein Cooper-Professor in Archäologie. Er ist auch als Entdecker bekannt. Er wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon, seit ich ein Ei war. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und Mysterien zu ergründen. Daher habe ich... Ich habe mich gefragt, ob du mich wohl mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch. Komm schon. Was denkst du, Mario? Vor allen Dingen, ich brauche ihn, um weiterzukommen, und ich akzeptiere natürlich. Oh ja, ja, jetzt komme ich. Ich schwöre, ich, Cooper, werde dir überall hin folgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Das ist gut. Genau dorthin sind wir nämlich unterwegs. Ja. Drücke runter, um mit seiner Hilfe weit entfernte Items oder Schalter zu erreichen. Im Kampf kann er einen Gegner am Boden mit Panzerstoß angreifen oder alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer überrumpeln. Möchtest du das Team wechseln? Drücke nach rechts und tausche mit einem Freund, ja. Ich zeige euch das mal. Cool, oder? Aber wie es hier weitergeht mit Cooper, seht ihr beim nächsten Mal. Ihr lasst mir als Kommentar da einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Paper Mario. Bis dann, euer Wolf.